Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded, ja. Oh, Rüsselgäfer. Nehmen wir gleich mit, dass wir ein bisschen Nahrung haben. Jo, mein Plan ist es heute mal ein bisschen was zu bauen. Wie ihr seht, ich habe schon so ein bisschen Holz gefarmt. Ich habe mir jetzt überlegt, wir werden da oben so ein bisschen eine kleine Pilzfarm bauen. Zu groß, denke ich mal, brauche ich es nicht, weil ich habe über 1000 Pilzbrei da oben schon in der Kiste liegen. Also da wäre es erstmal sinnvoller, ein paar Öfen zu bekommen. So, wir werden mal ganz kurz gucken. Den nehmen wir dir weg. Den geben wir dir. Den nehmen wir weg und den machen wir drauf. Ich werde jetzt mal ein bisschen Klee farmen, weil ich habe mir das jetzt lange überlegt mit den Kleeböden. Oder beziehungsweise Dächer, das sind ja keine Böden. Dass ich vielleicht da jetzt weitere Stockwerke baue, um einfach die Gräser hier in dem Bereich zu sparen. Solange ich noch kein großes, volles Graslager habe. Ey, da sind wir ja 10 Jahre beschäftigt, bis wir das alles haben. Und der Vorteil ist einfach bei den Klee, dass ich da schon fast 1000 Kleeblätter im Inventar haben kann. Und Holz ist hier auch kein Problem. Und ich finde, das Klee, beziehungsweise die Kleedächer sehen zum Beispiel von unten, finde ich, richtig geil aus. Mit den Holzbalken da drunter. Und dann werden wir mal gucken, dass wir das so ein bisschen mit integriert kriegen. Und dann bauen wir eine kleine Pilzfarm. Wir haben gestern in der Multiplayer-Folge auch mal ein bisschen mit Pilzfarm rumprobiert. Das Lustige ist, es passt ja wirklich genauso wie jetzt bei mir. Ich brauche hier die Pilze und wir brauchen auch im Multiplayer tonnenweise Pilze. Deswegen ist meine Idee dann gleich mit da ins Projekt eingeflossen. Und da sind wir fleißig dran. Und da kann ich auch schon mal sagen, am Mittwoch werdet ihr da was sehen. Ja, also das wird ein bisschen größer. So viel mit wie geht. Ja, was heißt so viel wie geht? Wir brauchen auch keine 5000 Klee-Dinger. Aber was wir haben, haben wir, oder? Haben wir ja schon 101 Kleeblätter einstecken. Das ist schon, ja, ordentlich. Das ist halt das Schöne. Es wird sich zwar immer wieder gewünscht, zu den Entwicklern, sage ich mal, ein größeres Inventar zu haben. Aber ich finde, dadurch mir jetzt die Stacks vergrößern kann. Also ich brauche kein größeres Inventar, sage ich ganz ehrlich. Das ist so, von der Größe reicht es mir. Und ich sag mal, das macht das Ganze auch nicht zu einfach. Man muss gut überlegen, was kann man alles mitnehmen, was kann man nicht mitnehmen. Im Moment ist bei mir das Inventar sehr eingeschränkt, weil ich halt auch sehr viel Rüstung mit mir rumschleppt, was ja hoffentlich in der nächsten Fehlerbehebung auch behoben ist, dass ich die wieder ordentlich weghängen kann. Deswegen ist bei mir das Inventar ja auch momentan so voll. Und dann werde ich mal gucken, dass ich mich vielleicht waffenmäßig so ein bisschen von dem einen oder anderen, ja, was heißt trennen, wegräume. Zum Beispiel die Schaufel, die brauche ich eigentlich nicht immer. Die brauche ich nur, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Sandkasten gehe oder vorne Maden farmen gehe. Da werde ich mir wahrscheinlich dann, wenn das Zeug nicht mehr kaputt geht, eine Kiste machen, wo ich so Grundausstattung Hubs mit reinwerfen kann. Dass ich sagen kann, okay, jetzt für den Ort, für das brauchst du die Axt, die Schaufel, was weiß ich, den Dolch. Ich sag mal, im Endeffekt wird es dann bei mir so aussehen, dass ich vielleicht nur noch die Armbrust einstecken habe. Obwohl die Armbrust eigentlich für mich nur sinnvoll ist, wenn man jetzt irgendwas Fliegendes jagen will. Sprich Bienen, Moskitos oder so. Das heißt, die muss man auch nicht unbedingt mitschleppen. Aber dass es in Zukunft vielleicht bei mir aussehen wird, dass das Großschwert im Inventar ist, die Dämonenkeule und der Dolch sowie die Trinkflasche. Meiner Meinung nach, mehr brauchen wir auch erstmal nicht. Das würde bedeuten, der Hammer und die Schaufel würden wegfallen und die Armbrust auch, genau. Ja, das heißt 3 Dinge weniger. Im Inventar.
So, und dann fällt irgendwann eine komplette Rüstung noch weg. Das sind nochmal drei weniger und dann habe ich schon wieder Platz im Inventar. Sollte funktionieren, glaube ich, hoffe ich, keine Ahnung. Gehen wir mal einfach davon aus. So, Olaf ist noch am Leben, dem geht's noch gut. Der hat auch wieder Futter von mir bekommen. Ich finde es halt wirklich crazy, dass das so lange angehalten hat. Obwohl, das Einzige, was mich im Moment stört, ich würde ganz gerne mal die Kreaturenstandorte bereinigen. Aus dem Grund, weil ja da hinten hängt der eine Bombardierkäfer im Boden fest und. Ja, das könnte rein theoretisch auch den hier beeinflussen, dass der dann weg ist. Und da mache ich mir so ein bisschen Gedanken. Das heißt, wenn der nicht von allein, wenn der irgendwann mal gestorben sein sollte, ich hoffe es ja eigentlich nicht, kann ich dann wenigstens mal die Kreaturenstandorte zurücksetzen. Aber cool ist, und das hat am Anfang nicht funktioniert, das mit den Haustieren, also die sind konstant da, solange man sie ordentlich füttert. Ich denke mal, das ist noch ein großer Aspekt hier drin, die müssen gefüttert werden und auch ab und zu mal so ein Schlag auf den Hinterkopf, also ich meine dieses Streicheln, und dann bleiben die auch bei einem. Ja gut, die lassen wir da, die sind noch nicht voll. So. Dann habe ich Essen einstecken. 100 pro, oder? Da. Und zwei Stück davon. Und wie ihr guckt, wie ihr sehen könnt, ja, ich klicke das durch und es funktioniert auf einmal wieder. Das ist echt so eine kuriose Sache, ob das ab und zu ein Ladefehler ist oder was auch immer. Ich weiß es echt nicht. Und dann wird heute im Laufe des Tages, genau, bevor ich es nämlich vergesse, ich setze mich nochmal dran, da wird heute noch ein Video kommen, wo ich nochmal zusammengefasst erläutern will, was von den der Entwicklerseite her projektmäßig noch geplant ist. Beziehungsweise was hier noch mit reinkommen soll und was nicht. Da werde ich nachher nochmal ein Video drüber rausbringen. Genau. So, dann. Ne, da müssen wir nicht dran. Wir müssen reparieren. Reparieren, da ist er. Reparieren. Den können wir herstellen. Und die die Heilbombe. Warte mal, was war das? Der Helm. Helm, da. Und die Heilbombe. Das heißt, ich brauche noch eine Kiste. Nee, brauche ich nicht. Da ist er doch. Ich wollte gerade sagen, habe ich nicht hier irgendwo meine First-Aid-Kiste stehen gehabt? Ich muss echt mal mehr Nüsse sammeln. Das ist, damit mir hier immer... Und ja, eine Fliegenfalle wird auch demnächst gebaut. Ich habe da nämlich ein bisschen was im Kreativ rumprobiert und ja, es ist möglich, eine Fliegenfalle zu bauen. Eine halbautomatische, sagen wir es mal so rum. Ja, das heißt, dann schmeißen wir den jetzt wieder weg. Nein. Ah nee, ist voll. Ach Mann. Die nutzen wir ja sowieso nicht. Ameisenhelm ist sowas, das könnte man nochmal gebrauchen für den einen oder anderen Mitspieler. Jetzt habe ich es repariert. Es ist so nervig, aber gut, okay, was soll's. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal nach oben. Und puzzeln mal so ein bisschen. Nehmen wir uns gleich mal einen mit hoch. Weil ich hatte ja gesagt, ich will jetzt weiter nach oben viel mehr auch mit Pilz bauen. Weil es einfach vom Material her, ich finde, recht schön ist. Und viel einfacher herzustellen oder hierher zu schaffen. So, und die sind wahrscheinlich wieder voll. Aber kaum Platz im Inventar. Ja, über 1000 Schüsselchen sind schon da. Das heißt, da haben wir ordentlich was noch zu machen. Und eventuell immer mal so eine kleine Futterquelle für
unseren Rüsselkäfer. So. Jetzt ist die Überlegung. Also, wir machen jetzt doch wieder Federdächer. Ach, Federdächer. Wir machen die Kleedächer hin. Das muss ich nur überlegen. Das müsste rein theoretisch eins tiefer sitzen. Kann ich mich nicht hier irgendwo mal... Doch, es geht. Sehr schön. Da hätte ich gerne Treppe. Ein Stockwerk runter. Wirklich nur ein Stockwerk runter. Kann ich von da unten irgendwas... Müssen wir mal ein bisschen was probieren. Also, da soll eine Treppe hin. Das würde wiederum bedeuten, ich müsste wahrscheinlich... Ach, das ist doch blöd. Wie ist denn das? Dann könnte ich eins da draufsetzen. Da. Ja. So. Das heißt, wenn ich die gebaut habe... Ich muss wirklich auch wahrscheinlich... ist halt die Frage. Das wird wahrscheinlich nichts. Weil die haben ja hier keinen Clipping-Punkt im Baum. Das heißt, wenn ich die Hilfsblaupause da wegmache, könnt's dann plupp und dann fällt wieder alles um. Ist jetzt die Frage. Wie mache ich das am sinnvollsten? Wie würde es aussehen, wenn... Wo haben wir es? Weil dann müsste ich es doch klippen können. Den einfach mal unten dran gesetzt. Wenn wir halt einen Rand dahin machen müssen, ist ja auch nicht tragisch. Und dann die Treppe. Dann geht's. So. Jetzt muss ich überlegen. Das ist auch... Das wird, wie ich es vorhabe. Eine Stängelwand so dagegen und eine dann dorthin. Oh, das ist gar nicht mal so einfach. Ja, wenn ihr jetzt wüsstet, was ich vorhab. Tja. Das Problem ist, jetzt brauchen wir trotzdem 4 Grasplatten. Das sind die einzigen 4, die wir brauchen. Aber wir müssen jetzt erstmal wieder da unten an den einen. Weil da klippt wieder nichts. Das heißt, wir müssen irgendwie erstmal den da. Ja. Komme ich da hoch? Ei. So. So. Das wird was. Das wird jetzt echt gepuzzelt. Okay, wir brauchen 4 Grasplatten. Geht nichts dran vorbei, die holen wir uns jetzt schnell. Und ja, der Fehler ist wieder da. Vier Stück, mehr will ich jetzt nicht. So, und dann gleich seht ihr, was ich da vorhabe. Und der Weg wird irgendwann entweder noch schöner gemacht oder er kommt wieder weg. Das ist ja jetzt nur unsere Hilfsstraße, um schnell hier hochzukommen. Wenn es Hups mal eilig hat. Wir hätten jetzt auch mal schnell schlafen gehen können. Aber egal. So, und das werden wir auch noch schön von unten dann verkleiden. Das sieht nämlich hier so ein bisschen komisch aus jetzt. Aber ich muss erstmal so einen groben Plan machen. Also, es hat mit einer Pilzfarm zu tun. Das kann ich schon mal sagen.
Und ihr werdet auch gleich sehen, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Das bedeutet, jetzt nehmen wir Kleedach. Gehen wir mal 3 raus. So. Jetzt brauchen wir einmal also mein Plan ist es, die jetzt hier dran zu machen. Da oben die Pilze drauf, ne? Also ihr habt ja bestimmt das Multiplayer-Video gesehen und dann wisst ihr bestimmt auch, was ich jetzt meine. Das heißt, wir setzen wir da Ecken rein? Ja, obwohl, dann sieht es von unten ganz lustig aus. Warum nicht? Da sind sie. Das heißt, einmal zack, so und so. Aber verkehrt rum. Da eine Ecke. Und die, ja, muss dahin. Einfach nur wegen dem Optischen. Sonst fehlt da was. Mann. Das ist auch komisch, dass die nicht mehr klippen. Weil die sind ja mit dem Boden hier eigentlich verbunden. Aber gut. Ach, ich glaube, wir müssen mal pennen gehen. So, das heißt, man kommt hier runter und kann Pilze sammeln. Das würde bedeuten... Und das muss ich nämlich jetzt probieren. Hier sollen die Dinger stehen. Hier gehen leider nur 2 auf die Seite. Aber das reicht ja auch. Schnell pennen und gucken uns die Geschichte nochmal im Hellen an. Und hier muss auf jeden Fall, vielleicht sogar hier in die Ecke nach oben, einen Aufzug. Aber so ein, wie man den auf der, war das die Map von Wolf mit den schönen runden Türmen? Fand ich ganz geil. Sowas würde ich da vielleicht hinzimmern. Was uns dann bis nach oben katapultiert. Aber ich will jedes Mal hier den Gang durchlaufen. Vielleicht sollte ich mir da hinten eine Tür noch hinmachen. Naja. Was will ich denn jetzt hier? Da will ich hin. So. Okay. Geschlafen haben wir. Gehen wir hier was trinken, genau. Einmal. Dann Essen sollten wir noch einstecken haben. Wenn es auch nicht mehr wirklich viel ist. So. Und das nächste Holz mit hochnehmen. So, und jetzt kommt nämlich die erste Problematik, nenne ich es jetzt mal. Und zwar,
damit ich, wenn ich hier die Pilze drauf habe und die umkloppt, damit die nicht da runterputzeln, müsste hier eine Wand hin. Jetzt ist aber das Problem, mache ich da eine Wand hin, passen da die Pilzbeete nicht mehr hin. Also kann ich euch gerne mal zeigen, machen wir einfach mal so angedeutet. Gut, man könnte... Ich hätte aber gerne einen Weg dahinter, wo ich sie von der Rückseite kloppen könnte. Und besser wäre es, weil das funktioniert so ja eh nicht. Ja, ich habe eine Idee. Wir machen das so. Wir machen uns einen kompletten Rundweg. Das heißt, da kann man dann langlaufen. Somit kommt man hinter die Beete. Ist das richtig? Ja. So, und jetzt rein theoretisch. Ich würde die jetzt mal so hinstellen. Okay, und jetzt die Pilzbeete da drunter. Genau, das würde gehen. Die Pilzbeete drunter geschoben, so dass die Pilze hier rauswachsen. Dann kann ich sie nämlich von der Rückseite kloppen und die fallen hier runter. Sollte funktionieren. Wir probieren es. Oh, jetzt wäre ich fast da schon drauf gelaufen. Wir probieren es einfach mal. So, da müsste eigentlich reichen, wenn wir hier so ein bisschen eine Schräge hinsetzen. So. Und hier müsste nämlich dann eine Wand hin. Da könnten wir... Pilzwand. Nee, ich glaube, das passt nicht. Graswand will ich nicht. Das ist irgendwie so. Oder wir müssen wirklich eine geschlossene... Oh. Wir nehmen die halbhohe Stängelwand. Machen die aber zwei hoch. So, hat man noch so ein bisschen Blick nach draußen. So, und da geht natürlich nichts hin. Da müsste ich eigentlich das Pilzräumchen nochmal ändern. Oder wir lassen es erstmal so. Wir müssen es eh erstmal ausprobieren. So. Plan wäre jetzt, die, soweit es geht, da drunter gestellt. Genau. Würde gehen. So, jetzt ist nur die Frage, kann ich meine Beete, die ich hier drinne habe, wie weit kann ich die da reinsetzen? Oh, das geht auch. Dann so. Ein Pilz wächst durchs Dach raus. Das wäre so meine Idee. Und hier kann ich ihn kloppen. Und dann sollte der hier runterpurzeln, da reinfallen. Zweite daneben. In etwas so. Ja, passt. Und noch sind sie halt jetzt nicht fertig, ja. Die haben jetzt hier noch 25 Minuten. Aber so würde ich das... Das heißt, wenn ich die von hinten kloppe, mache blub, alles hier runter. Und hier kann ich es dann alles schön einsammeln. Dann machen wir uns einen kleinen Rundgang, dass ich, was weiß ich, von hier aus loslaufen kann. Bop, einmal rum. Dann kann ich hier die Pilze kloppen. Und ja, so in etwa irgendwie. Keine Ahnung. Aber doch, das würde gehen. Das würde gehen. Und hier...
Hier hätte man echt ein Federdach nehmen können. Statt Treppe. Das heißt, wir gehen noch weiter raus. Also nicht mehr viel weiter. Noch ein Stückchen weiter raus. Ach, wir setzen erstmal die Dächer. Machen wir das erstmal. So, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Obwohl 5 sollte reichen. Ist gar nicht mal so einfach, alles hier schwebend noch mit im Baum zu integrieren. Sieht wahrscheinlich dann auch von draußen ein bisschen komisch aus. Aber da können wir ja mal gucken, ob wir das noch irgendwie besser gebaut kriegen oder verkleidet kriegen. Holz war leer. Oh ne, haben wir noch. Sehr gut. So. Und hier geht es dann wieder schräg hoch, aber hier hinten sind keine Pilze mehr. Von hier aus könnten wir wieder einen Weg weiter um den Baum machen oder einen Weg langsam hoch zum Baum. So, dass man durch die Pilzfarm durchlaufen kann oder muss. Zack, 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 zack. Und dann geht es hier einen Weg hoch. Bop, 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 und zack, weg. Das wäre so ein Plan, den ich so im Kopf hätte irgendwie. Könnte funktionieren. Und hier könnten wir mal schnell... Achso, ja. Okay, nehmen wir das Holz mit und runter wieder. Wie sieht das denn von unten aus? Ein bisschen kurios. Aber ich finde es jetzt gar nicht so blöd. Ich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich finde, das ist ja gerade die Kunst, das alles irgendwie an den Baum mit anzuknüpfen. Genauso irgendwie hätte ich gerne Rüsselkäfer farmen, aber dann muss ich mir erstmal eine Strecke bauen, wo die irgendwie hochlaufen können und dann in einen separaten Bereich, der nicht wirklich mit meiner Base verbunden ist, reinfallen oder so. Da bin ich auch am überlegen. Multifunktionelle Eiche nenne ich das jetzt einfach. Haben wir schon alle verbaut. Der ist schon wieder Fleisch am Futtern da unten. Und einfach mal so einen Weg auf den Ast hätte ich gern. Oder überhaupt auf so einen Ast. Das wäre schon geil. Toll, ich könnte auch eigentlich mal die Ameisenrüstung anziehen. Aber so geht's doch auch. Ist ja nicht so, dass nichts geht. So, und damit wir unseren dritten Pilz auch gleich rausbringen können, setzen wir den gleich mal hier hin. Nehmen wir den mit. Da dahinter gesetzt. Könnte noch ein kleines... Ach egal, lassen wir es so. Ist doch okay. So. Und das vielleicht noch eine Reihe höher. So als Sicherheit, weil dann könnte ich herkommen und könnte... Hier auch noch... Ach, das geht schon nicht mehr. Okay. Ich wollte schon sagen, dann hätte ich nämlich hier noch welche hingesetzt. Geht nicht wegen den Pilzen.
So als Sicherheit, dass die nicht nach hinten kippen können. Aber ja, das sollte uns, glaube ich, auch nicht zum Problem werden. Und das wäre doch ganz geil so. So, und hier. Hier, ich denke mal. Bin sogar am Überlegen, ob wir das nicht sogar hier schon als Weg nutzen. Oder ob ich jetzt hier einfach einen Weg rüber und hoch. Aber da sind wir so weit vom Stamm schon weg und das ist ja auch blöd. Also rein theoretisch müsste ich herkommen. Vielleicht den letzten nehmen. Bis hierhin. Dass wir uns bis dahin noch die Pilzdinger hinstellen. Drei und rein aus optischen Gründen machen wir da auch einen hin. Dann hätten wir auf der Seite 1, 2, 3 Stück, die wir drunter stehen haben. Und ab hier einen Weg machen. Das heißt, wir müssen ja eh wieder eins dahinter, dass wir da laufen können. Um die abzuernten. Und hier geht's dann, was weiß ich, zack, erstmal so weiter. Wäre eine Variation, glaube ich. Irgendwie. Hoffe ich ja. Wäre dann eine kleine Pilzfarm. Klein, aber für meine Zwecke hier müsste es dann reichen. Und hier machen wir zu. Hier machen wir es schön rund zu, also mit den Ecken. Das heißt mit denen hier. Zack so. Zack so. Und hier Kleedach. Und jetzt kommt nämlich der nächste Punkt. Da könnten wir dann eine Seilbahn hinmachen, die uns darüber führt. Wäre dann auch wieder geil, oder? Ich sag ja, multifunktionell. Und hier dann einfach ein Dach drüber gezogen oder man lässt es auf, dass wenn die nach hinten fallen, dass die runterkommen. Da kann ich es auch wieder direkt pflanzen. Müssen wir mal gucken. Und genau. Genau, ich wollte gerade sagen, wir könnten auch hier sagen nur noch eins hin. Obwohl das ist ja. Ich weiß es nicht. Und das hier auch wieder als Weg nach draußen lassen. Wir haben hier zwar den Weg rein. Muss ich mir echt mal überlegen, wie ich das noch am besten umsetze. Aber gut, wir sind schon bei 33 Minuten angekommen. Das heißt, wenn euch das Video gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Also bis dann und tschüss.